Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den Self-Care-Adventskalender von Rossmann. Jo, den gibt es für 21,99 €, müsste mittlerweile noch im Laden verfügbar sein. Online ist er, glaube ich, schon vergriffen. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, hier sollen tatsächlich auch so Living-Interior-Geschichten drin sein. Ich denke, eine Kerze. Ne? Sammy, ja, ist auch mit am Start und ja, wir schauen jetzt einfach mal, was sich hier drin verbirgt. Also auf dem Schuber hinten drauf waren auch die ganzen Eigenmarken aufgeführt, also Isana, Fußwohl, Alter Pharma, dies, das, Ananas und ja, das wird der Eigenmarken-Adventskalender von Rossmann sein. Ich bin echt gespannt. Now every day is good hair day am 1. Dezember. Ein Kamm, ja, sowas kann man durchaus gebrauchen. Sinnvoll ist sowas zum Beispiel, wenn man Locken hat oder, was ich auch verwende, wenn ich jetzt so zum Beispiel Spülung mir reinmache, dann kämme ich mir die Spülung eigentlich immer so mit den Fingern rein, aber ich glaube, mit dem Kamm wäre das Ganze noch ein bisschen haarschonender. Also schon irgendwie cool. Cream Enjoy Repeat am 2. Dezember. Das ist von Isana Wintertraum Mandel, eine Handcreme, darf nicht fehlen, ist durchaus sinnvoll. 30 ml sind hier drin. Okay, das hier wird dann wirklich auch ein Beauty-Adventskalender. Hatte ich so gar nicht erwartet. Selbstverständlich auch mit dabei ist die sehr leichte Nummer 3, Eat More of What Makes You Happy. Also du sollst mehr essen, was dich glücklich macht. Und ja, wir haben ja auch Enerbio, ne? Also dementsprechend macht das Sinn. Beeren sind hier drin, in dreierlei Schokoladen, 15 Gramm. Sowas kann ich mir echt gut in meinem Müsli vorstellen. Also auf jeden Fall sehr passend. Hier haben wir die Nummer 4. Da ist einfach eine Glocke und eine Schleife drauf. Und da ist was von For Your Beauty drin. Ein Haargreifer in einem wunderschönen Olivgrün. Ja, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Am 5. Dezember soll man revitalisieren. Okay, womit? Mit einer Ampulle. Ja, das macht ja Sinn. In einer schönen Weihnachtsverpackung. Und welche Ampulle bist du denn? Das ist die Vitamin C-Konzentrat-Ampulle. Und da sind 2 ml drin. Ich glaube, dass man sowas auch bei Isana so kaufen kann. Entweder als Ampullen, ne? Oder als Serum. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall finde ich die Verpackung auch sehr hübsch. Good Night Sleeping Beauty. Am Nikolaustag. Ah, schön, praktisch, werde ich verwenden. Das ist ein Abschmink-Pad-Handschuh. Das ist praktisch. Ne? Ob das jetzt unbedingt in eine 6 muss, keine Ahnung. Passt farblich zum Adventskalender, aber auch zur Weihnachtszeit. Schön. Der 7. Dezember. Oh ja, Alter Pharma ist am Start. Heiße Zitrone-Limette ist noch was anderes. Und da haben wir 4 Sachets von drin. Ja, einfach eine heiße Zitrone zum Trinken. Ich hatte jetzt erst ein bisschen Schiss, dass es vielleicht irgendwie, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittelchen sein könnten. Aber heiße Zitrone, das ist schlau. Das kann man in der Erkältungszeit sehr gut gebrauchen. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und da hat Alterra etwas reingepackt. Anti-Age, Intensiv-Feuchtigkeitsmaske, Q10, Bio-Orchidee, reife und anspruchsvolle Haut. Das ist ein 2er-Sachet, haben wir hier drin. 2x7,5 ml. Ja, 2 Anwendungen, kann man auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Das macht für mich den Adventskalender jetzt nicht zu einem Adventskalender, den ich irgendwie einem Teenager oder so schenken würde, ne? Time to feel special. In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendetwas freuen, was uns speziell werden lässt. Oh ja, Reva Loves Me Nagelsticker. Ne? Hübsch, definitiv. Bei mir halten Nagelsticker nicht, weil ich sehr runde Nägel habe. Schade eigentlich, weil ich finde sowas echt süß. Gucke ich jetzt gerade ein bisschen wehleidig hin, weil so Schneeflocken und Sterne hätte ich gerne auf meinen Nägeln. In der Nummer 10 darf es mit Isana Augenpads Schneegestöber weitergehen. Und die hatten wir auch schon mal irgendwo letztes Jahr in einem Adventskalender. Die fand ich sehr gut, weil das halt diese sind, die so von außen Vlies haben und von innen halt so richtig anklebend sind, wie diese Q10-Pads oder so. Ne? 2 Stück sind hier drin enthalten. Wunderschönes Weihnachtsdesign. Wirklich cool vor allem, dass diese Isana-Produkte hier auch im Adventskalender-Design sind. Und nicht von dem Adventskalender von Isana, sondern von diesem hier. Das ist schön, oder? Der 11. Dezember. Irgendwas Bounciges drin. Ja, schön. Ein Haarband. Auch in diesem. Ich mag diese Farbe. Die steht mir auch. Das finde ich cool. Oh. Ne? Das kannst du entweder so tragen als Accessoire oder du trägst es, um damit halt, wenn du dich abschminkst oder wenn du dich morgens pflegst oder so, dass du halt deine Haare aus dem Gesicht nimmst. Wunderschön.
Halbzeit, die Nummer 12. You are special. Handle with care. Ein Badesalz von Isana. Me Time. Entspannendes Badesalz mit wärmendem Mandelduft, mit Extrakt aus weißem Tee. Hier Duftprobe. Ich riech nichts. Ich riech wirklich nichts. Oh doch, ja, riecht sehr angenehm. Und da sind 80 Gramm drin enthalten. Wir haben jetzt ja mittlerweile in der Badewanne, deswegen feiere ich solche Produkte halt auch, ne? In der Nummer 13 haben wir ein Delicious Time Out. Oh ja, hier sind 3 Teebeutel drin. Und zwar der King's Crown Honig Salbeitee. Auch das ist etwas, was man halt in der Erkältungszeit sehr gut gebrauchen kann und was ich wirklich sinnvoll finde. Also bislang sind halt super viele Sachen drin, wo ich sage, Mensch, es macht voll Sinn. Aber auch so fancy Sachen wie Nagelsticker, wo nicht wirklich viele sich drüber freuen. Aber denn, ne, also ich, doch, ich finde es schön. Irgendwie Argumente finden, suchen, wir finden das. May there always be kisses am 14. Dezember. Etwas für die Lippen. Von Rival de Loup, Regeneration Overnight Lip Serum, All Night. Regeneration und Feuchtigkeit mit Aloe Vera und Hyaluron und Kokosöl und Shea Butter. Ein Soforteffekt bei sehr trockenen und spröden Lippen. 15 Milliliter, sowas einfach ans Bett stellen und dann hast du am nächsten Morgen sehr wahrscheinlich wundervoll tolle, zarte Kusslippen-Mund-Geschichten. Was reden? Wow. Am 15. Dezember fällt mir auf, dass wir hier gar nicht eine allzu große Duftkerze drin haben können, weil der Adventskalender ja gar nicht groß genug wäre. Also die Kläppchen, die da so sind. Hier haben wir wieder eine Ampulle von Isana. Das ist das Q10-Konzentrat. Auch das mit 2 Millilitern und auch sehr, sehr praktisch. Q10 ist ja quasi belebend. Und ja, wirklich als Adventskalender für eine erwachsene Person zu sehen hier. Ne? Der 16. Dezember. Eine Tube Winterzauber, ein Handpeeling, auch hier wieder 30 Milliliter drin. Handpeelings verwende ich sehr gerne, bevor ich meine Nägel halt neu lackiere. Und deswegen ist es hier auch ganz gut aufgehoben. Und wir haben ja so einen Chili-Milli-Adventskalender und da passt das auch. Beauty comes in all shapes and sizes, die Nummer 17. Eine Woche vor Heiligabend. Was haben wir denn hier drin? Ach was. Ach was. Okay, das sind halt so Augenpads und die kannst du dir in den Kühlschrank machen oder du kannst sie halt warm machen. Wenn du die kühl machst, also in den Kühlschrank packst, dann sind die halt so abschwellend, ne? Und wenn du die warm machst, sollen die irgendwie belebend wirken. Ja, haben dann auch noch so ein Band, dass du dir das so richtig ummachen kannst. Das ist eine fancy Brille, ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche am 18. Dezember. Self-Love from Head to Toe steht hier drauf. Was für die Füße hier drin? Fußwohl, eine Fußmaske, reichhaltige Pflege für trockene Haut, über Nacht anwendbar, mit Shea Butter und Macadamia-Nussöl und da sind 15 Milliliter drin. Ich würde mir das wahrscheinlich einfach als Fußcreme so auftragen, weißt du? Also hier so eine Ecke abschneiden und dann irgendwie mit einem Bobbypin dann zumachen, aber halt nicht komplett auftauchen, weil 15 Milliliter, da muss ja wirklich ordentlich abgehen. Ich glaube, so ne, kann man das auf jeden Fall auch auf mehrere Anwendungen strecken. Also auf der Nummer 19 ist eine Kerze drauf und es hört sich an, als wäre eine Kerze drin. Vielleicht, ja, so ein kleines Lichtchen finde ich auf jeden Fall schön. Da steht jetzt so nichts drauf. Hat einen leicht tannigen Duft und ist natürlich auch wieder in diesem wunderschönen Grün. Und ich glaube, das sind irgendwie 20 Gramm oder so. Steht das hier hinten irgendwo drauf? Wo bin ich denn? 19. 25 Gramm. Siehst du, mittlerweile kenne ich mich fast schon mit solchen Kerzenfüllmengen aus hier. Die Nummer 20. Hier hinten haben wir einen röhrenden Hirsch drauf. Das ist ja nicht fancy. Oh, ja, das ist ein Multitool, würde ich dazu einfach mal sagen. Du kannst es entweder verwenden, um dein Gesicht damit zu reinigen oder zu peelen, ne? Oder, und das ist mein Tipp, das hat nämlich auch einen kleinen Saugnapf hier dran, du machst es einfach an dein Waschbecken und dann kannst du dich damit, kannst du damit deine Pinsel waschen. Der 21. Dezember enthält eine kleine Schoki. Ja, Vollmilchschokolade, ne, so ein Klassiker, 12,5 Gramm, das ist so ein kleines Täfelchen. Das ist ja mit einem Haps im Mund und ganz schnell vernichtet, würde ich mal so sagen. Aber Schoki ist auch, wie gesagt, das hatte ich ja schon bei der 3 gesagt, ne, Schoki macht glücklich, das passt ja auf jeden Fall ran. Bin gespannt, was in der 22 drin ist, denn die ist echt, glaube ich, die größte Schachtel hier. Eine Nagelfeile von For Your Beauty. Ja, eine Sandblattfeile, die aber halt in einem eigenen Case nochmal drin ist, was ich schon mal ganz nett finde. Aber wie gehst du denn auf? Doch,
Okay, und das ist halt einfach eine Sandblattfeile. Ja, komm. Ist okay. Kann man gebrauchen. Kann ich jetzt gerade gebrauchen, weil ich mir mein Auge kriege dadurch. Aber egal. Das kriegen wir alle schon voneinander. Yay. Mit frisch gefeilten Nägeln öffnen wir die Nummer 23, den Tag vor Heiligabend. Und hier dürfen wir noch eine Ampulle anwenden. Auch hier werden wieder 2 Milliliter drin sein. Und das sieht mir nach Hyaluron Intens aus. Das ist nämlich auch hier so bläulich eingefärbt. Und Hyaluron spendet Feuchtigkeit. Das kann man immer sehr, sehr gut gebrauchen. Ganz egal, welcher Hauttyp man ist. Jeder Hauttyp braucht Feuchtigkeit. Und das finde ich gut. Sage Lütgen, sind wir gepflegt und entspannt und können jetzt hier uns ganz entspannt more self-love am 24. Dezember geben. Und da haben wir drin, das ist so ein Tool, auch das kann man in den Kühlschrank packen. Dieses Metallding wird auch kühl dadurch und das hilft auch, dass die Augenringe abschwellen und so, ne? Und dass man halt das Serum vielleicht einarbeitet und ja, das ist ein Tool, das kann man machen. Ja, keine Ahnung, wenn ihr den noch kriegen könntet, würde ich euch den auf jeden Fall empfehlen. 21,99, das ist wirklich nicht viel. Da hast du eine schöne Auswahl aus ein paar Beauty-Produkten, ein paar Tools und ein bisschen Tee, ein bisschen wirklich Self-Care, Self-Love mit dabei. Ne? Finde ich schön gemacht. Und die Tools, die hier drin sind, finde ich auch wirklich geil. Wirklich geil. Also das sind mal etwas andere Sachen. Also mir gefällt der Adventskalender. Ich kann ihn euch auf jeden Fall empfehlen. Und es wird auf jeden Fall auch schöne Momente geben. Denn 24 Moments Only for You ist das Motto. Kriegt man hiermit wohl, denke ich. Ne? Also weiß ich nicht. Was haltet ihr denn von dem Adventskalender? Schreibt es super gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, mein Highlight ist dieses Haarband. Das finde ich wirklich schön. Auch dieses Abschminkpad feiere ich total. Und die Ampullen finde ich auch schön. Die haben auch eine gute Wirkung von Isana. Jetzt nicht so super langfristig wie jetzt etwas höherpreisigere Geschichten, aber trotzdem. Die geben schon auch diesen Einstieg in das Ampullen-Game und das macht mir tatsächlich auch immer wieder Freude. Und dann wäre es hier auch schon von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.